Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sammlerwelten. Ich habe hier noch einmal drei Booster der Transformers-Serie. Die sind schon älter, aber ich habe die letztens noch einmal entdeckt und dachte mir, die habe ich noch kein einziges Mal geöffnet. Ich habe keine Ahnung, wie die Karten aussehen. Und vielleicht geht es euch genauso. Daher gucken wir doch einmal uns die Karten an. Also, den Film haben vielleicht einige von euch gesehen, andere nicht. Optimus Prime als Fahrzeug. Steht das auch da? Alt. Okay. Autobot Boost. Eine Sammelkarte. Also, die ergeben am Ende so ein Bild. Beziehungsweise, manchmal sind es auch Filmausschnitte. Eine Starkarte, Foilkarte. Wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Francie. Autobot. Einfach generell Autobot, okay. Und ein Decepticon, nämlich Demolisher. Okay, die Karten sehen ziemlich cool aufgebaut aus. Eine Spielanleitung braucht man immer. Und Sideswipe. Battle Boost. Autobot Boost. Es steht sehr viel auf diesen Karten drauf. Power, Combat, Speed und Tech. Und das sind plus 5 jeweils. Okay. Die Rückseite der Karten sieht so aus. Ist ein weißer Rand. Das sieht irgendwie nicht so cool aus, leider. Bei dem weißen Rand. Das muss ich bemängeln. Eine Sammelkarte, eine weitere. Eine glitzernde Karte. Nämlich Autobot Decepticon Boost, Allspark Boost, Transformers Power, plus 15. Und das ist keine Star-Karte, das ist eine Rainbow-Karte. Glaube ich, ja. Richtig. Samer Simmons. Yep. Leo und Simmons. Human. Sind anscheinend auf Englisch die Karten, falls es euch bereits aufgefallen ist. Aber das war nicht so schwer herauszufinden, dass die auf Englisch sind. Eine weitere Sammelkartenkarte. Ein Sentinel Prime. Decepticon. Okay. Der sieht aus wie ein Feuerwehrwagen an Flughäfen zum Beispiel. Rosenbauer ist da zum Beispiel eine bekannte Marke. Fällt mir nur gerade ein. Eine weitere Rainbow-Karte. Devastator. Decepticon. Der ist heftig. 99 Power, 100 Tech, 96 Combat und 90 Speed. Und 5 Sterne hat er auch. Der ist cool. Eine weitere Sammelkartenkarte. Und Raptor. Ein Autobot. Wer den Film gesehen hat, kennt ihn vermutlich noch. Ja. Das waren einmal die Karten. Ich weiß jetzt, wie die aussehen. Ihr wisst es auch. Wenn ihr wollt, dass noch weitere Karten davon geöffnet werden, ein paar hat der Kiosk, wo ich immer hingehe, noch. Dann sagt einfach Bescheid, dann kaufe ich ein paar noch wieder. Und wenn ihr noch mehr wollt, dann sagt einfach noch mehr Bescheid. Generell, ihr könnt immer sagen, wenn ihr eine besondere Serie sehen wollt, vielleicht auch eine alte, die es gar nicht mehr im Handel verfügbar gibt im Kiosk, dann sagt einfach Bescheid. Ich versuche die zu bekommen und dann gibt es das, so wie heute. Na gut, die gab es jetzt noch, aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.